Wir setzen zum Start an. Die Aufregung wird immer größer. Ich bin alleine mit dem Piloten im Flugzeug. In meinem Kopf zerfrisst sich Gedanken. Was ist passiert? Warum melden sich die vom Stützpunkt nicht? Warum gibt es keinen Kontakt? Ist alles in Ordnung mit den Kameraden? Was ist passiert? Wurde der Stützpunkt eingenommen? Fragen über Fragen. Doch es wird Zeit für Tatsachen. Ich werde es herausfinden. Während des Fluges habe ich noch einen kurzen Moment Zeit, die Karte nochmals zu studieren. Wir starten Adlers Nest, Codewort Quartz Light. Wir werden über den Checkpoint Samuel Adams fliegen. Nach meinem Absprung werde ich am Landepunkt Budweiser landen. Werde mir Brennpunkt Miller aus der Entfernung genauer angucken, ob alles soweit in Ordnung ist. Ausweichpunkt und Treffpunkt nach der Mission ist Moosehead. Soweit so gut. In meinem Kopf gehe ich die Schritte, die ich zu tun habe, immer wieder durch, Stück für Stück. Bald haben wir unser Ziel erreicht. Der Moment vor dem Absprung ist am schlimmsten. Das Ungewisse. Was erwartet einen am Boden? Komme ich lebend zurück? Ich weiß es nicht. Keine Zeit mehr für falsche Gedanken. Ich muss mich für meinen Absprung bereit machen. Die Landung ist geglückt, doch ich habe keine Zeit zu verzagen. Ich habe den Stützpunkt im Visier. Gucke, ob alles in der Kontrolle ist. Sieht alles sehr ruhig aus. Kein Kontakt zu Personen oder sonst irgendwas. Diese Stille macht mich fertig. Ist ein Militärstützpunkt, da müsste doch Bewegung sein. Was verdammt nochmal ist nur da unten los? Irgendwas stimmt da nicht. Ich werde hier ein Lager aufschlagen, mich ein wenig erholen, die Nacht erwarten und dann werde ich mich unten ein wenig umschauen. Die Nacht ist hereingebrochen. Es ist eine helle Nacht. Das ist gut. Ich schaue mir den Stützpunkt an. Es wird immer gespenstischer. Dort ist jemand. Jemand gesehen. Was ist los mit ihm? Sieht komisch aus. Ihn werde ich fragen, was hier los ist. Ich sehe keine Tiere oder sonst irgendwas. Jedoch höre ich komische Geräusche. Ich weiß nicht, was auf mich erwartet. Ich werde mein Gewehr nehmen. Das Zeichen ist Rauchgranaten. Wir haben rote Rauchgranaten dabei. Ich werde die Basis einräuchen. Das haben wir den letzten Funksprung durchgegeben. Dass sie wissen, dass ich komme, wenn dort jemand ist, der mich erwartet. Wenn nicht, dann werden wir sehen. Ich weiß nicht, was dieser Wald oder dieses Land mit mir macht. Ich höre zunehmend komische Geräusche. Ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß es nicht. Und überhaupt, ich sehe komische Menschen rumlaufen. Ich hoffe, durch den roten Rauch wird noch irgendjemand Überlebendes vielleicht den Funkspruch aufgenommen haben und wissen, dass ich hier komme und ihm helfen will. Ich werde jetzt noch etwas Licht machen. Wir werden sehen. Ich werde reingehen. Mein Herz klopft.
weiß nicht, was mich erwartet. Ich will nur noch wissen, was hier los ist. Hallo, Sie, Private. Wie geht es? Was ist? Wow, wieso? Wow. Bleiben Sie stehen! Was machen Sie? Das stimmt nicht mit dem. Was ist hier los? Ich komme nicht mehr klar. Was ist los? Er wollte mich angreifen. Er hat nach mir geschlagen. Er sah auch nicht mehr aus wie ein Mensch. Das stimmt dir nicht, verdammte Scheiße. Was ist hier los? Er ist wie ausgestorben hier. Ich muss irgendwas machen. Irgendwas stimmt hier verdammt nochmal nicht. Was ist los mit den Leuten hier? Was ist los? Mehr. Ich muss hier weg. Ich hab mir gedacht, komm schon, steig doch.